Wir müssen einen letzten Kampf kämpfen. Ich habe den Reif. Shouts of your triumph preceding you. It would seem you are unparalleled among your kind and mine. Ich habe gehört, die Rufe deines Triumphes seien dir voraus. Es scheint, als wärst du einzigartig unter deinem Volk und unter meinem. What became of the ancient? Jorda Fairless. Triumph will be nigh impossible without her. Was ist aus der Uralten geworden, Jorda Fairless? Ohne sie wird der Sieg kaum möglich sein. What makes you think something happened to her? Wes. Ja, Betrügerei. Weshalb glaubst du, dass ihr etwas passiert ist? Xosis Gesicht läuft tiefrot an und sie trommelt sich auf die Brust, während sie nach Luft schnappt. Oh, wer braucht schon eine alte Echse? Der Kriegsfürst legt den Kopf zur Seite, als wollte er die wahre Bedeutung der Reaktion seines Gefährten ermessen. Mehr und mehr von Argwohn erfüllt, schließt sich sein Griff fest um seinen Streitkolben. You will answer me, Kith, without trickery or lies. Du wirst mir antworten, Gestandener, ohne Tricksereien oder Lügen. Er sieht dich finster und ungeduldig an. Der Drache hat euch im Stich gelassen. Er verstummt und die Zeichen auf seiner Haut glühen heiß auf. In der Tat fürchtete ich das Schlimmste, als die Brentis nicht mit der Bestie zurückkam. Wir haben keine Wahl, trotz allem. Wir greifen an, auch ohne die Unterstützung der beiden. Er schüttelt düster den Kopf. Wenn dies unser letzter Kampf sein soll, müssen wir uns vorbereiten. Entweder für den Sieg oder für unser Opfer, wenn wir nicht wollen, dass Makan uns wegen unseres Versagens verlässt. Du hast das Recht zum Feuerschrein mit dem Talk der anderen Flamme. But we cannot join you as yet in facing the defiler. Du hast das Recht verdient, den Schrein mit dem Reif der ewigen Flamme zu befeuern. Aber wir können uns dir noch nicht anschließen, um den Feinden entgegenzutreten. Ja, ich kann den Zorn in ihren Augen brennen sehen. Was für eine hasserfüllte Göttin. Er ist ein Typ. Was steht hier? Massive Ketten halten das Gewicht der Transportplattform des Schreins. Dann legen wir mal den Reif drauf. Du stehst vor dem Schrein von Makran, der Göttin der Flamme des Krieges. Achso, sie hat von der Statue gesprochen wahrscheinlich. Du hebst den Blick und glühende Staubkörner beginnen vor deinen Augen zu tanzen, als du in ihr imposantes Antlitz blickst. Ein einziger Atemzug lang breitet sich über allen eine gespenstische Stille aus. Die Ratun hinter dir verschwinden, Flammen links und rechts von dir flackern noch höher und tatzen lautlos. Aber die Hitze ist real und leckt an deiner Haut. Dann ächzt Metall, als Barkards Statue den Kopf neigt, um dich zu begrüßen. Watcher, the time does not allow for niceties. Wächter, es bleibt keine Zeit für Höflichkeiten. Wie Lava fließen ihre Worte von den Lippen, ebenso wie die heißen Ströme, die brodelnd aus ihren Augen dringen. Even now, Aethys gains strength from the spire. What progress have you to report? Selbst jetzt schöpft Eotas noch Kraft aus dem Turm. Welchen Fortschritt hast du zu berichten? Die Ratum bereiten einen letzten Angriff gegen Eotas vor. They will burn to ash and return to the mudkiln from whence they came. Dann werden sie zur Asche verbrennen und in den Lehmofen zurückkehren, aus dem sie gekommen sind. Sie sehnt sich vor und der Kupfer ihrer muskulösen Arme glänzt in den tosenden Flammen. Sie zieht ihr Schwert aus ihrem Sockel, Säule und die ganze Schrein erzittert vor Hitze. Presently I shall erupt this volcano and with it consume Aethys. I suggest you retreat if you at all value your mortal form. Ich werde diesen Vulkan zum Ausbruch bringen und dabei Eotas verschlingen. Ich schlage vor, du ziehst dich rechtzeitig zurück, wenn deine sterbliche Form dir etwas bedeutet. Sind euch die Ratun denn völlig gleichgültig? I formed the Ratun to serve, to ward against Kith in order to safeguard Ukaizo. Now they have served me. Ich habe die Ratun geschaffen, damit sie mir dienen. Sie sollten Ukaizo vor den Gestandenen schützen. Jetzt haben sie mir gedient. The sacrifice is not without honor. As yours too will be. Ihr Opfer war nicht ohne Ehre, deshalb wird übrigens auch dein dasselbe wird übrigens auch für dein Opfer gelten. Fare thee on, Watcher. My condolences, should you die. Lebe wohl, Wächter. Mein Beileid, falls du umkommen solltest. Ein weiteres Mal neigt sie den Kopf, diesmal als strammes Lebwohl. Eine Avatarin der Gottheit blitzt über der beeindruckenden Starte vor dir auf. Das Bild verblasst und ihre Anwesenheit hinterlässt den Schrein kalt und totenstill zurück. Mit dem Schrein interagieren.
Über dir ragt eine Statue von Magran empor. Mit Blut bespritzt und bereit zur Schlacht umklammert die Göttin sowohl Schwert als auch Schild. Am Sockel der Statue ruht ein rechteckiger, in Eisen gehüllter Altar zwischen zwei nicht entzündeten Feuerschalen. Den Altar untersuchen. Die Schicht, die den oberen Teil des Altars bedeckt, wurde so glatt gehämmert, dass sie an Silberwasser erinnert. Es gibt nur eine einzige kreisrunde tiefe Kerbe in der Mitte der Platte. Verkohlte Teile, Metall, Leder und Knochen haben sich in der kreisrunden Kerbe gesammelt. Es sind die Überreste früherer Opfergaben für die Göttin. Ja, den Halsreif auf den Altar legen. Die Feuerschale zu beiden Seiten des Altars erwachen zum Leben. Heiße rote Flammen schießen hoch in die Luft, bevor sie sich beruhigen und am Ende ein ruhiges Feuer sanft in beide Schalen brennt. Lava brodelt unterhalb der eisernen Gitter im Boden. Deine Fußsohlen erhitzen sich, die Statue selbst scheint zu erwachen, als sich der Schrein bewegt. Metall ächzt und kreischt. Ja, du hast einen Gegenstand verloren. Über dir, ja. Ich will erstmal noch weggehen. Will mir nämlich noch die Zeit nehmen, mich hier ordentlich umzusehen. Wenn ich dazu noch die Gelegenheit habe. Die Klingen dieser Waffen haben sich nach dieser langen Zeit während der Hitze. Während der Hitze des Lavas ausgesetzt waren, verbogen. Dann machen wir halt einfach mal hier die Tür auf. Ein Opfer für die Göttin ist der ehrenvollste aller Tode. Magra wird seine Seele ehren. Just a moment, please. Oh, eine Falle. I'll try my best. Hope that helps. Der hat zum Glück niemanden getroffen. Handschuhe des Feuerwerfers. Plus 2 Gewandtheit, plus 2 Sprengstoffe. Alle hervorrufen Kraftstufen. Okay, das hat jetzt getroffen. Au. Ein Felsrutsch hat diesen Teil des Wachturms einstürzen lassen. Oh, hier sind Gefangene drin. Mit einem guten Zweihänder, ja super. Just a moment, please. Kann ich das? Ich kann das nicht von der Seite öffnen. Okay. Also ja, die Hallen habe ich erkundet. Die Halle hier fehlt noch. Dann sollte ich alles erkundet haben. Ich habe jetzt eine Verbrennung. Sind die hier mir jetzt auch freundlich gesonnen? Ja. Er hat eine Hitze in sich, einen Funken Ehre. Oh, da wäre der Schlüssel gewesen, den ich wohl gebraucht hätte. Schwarzpulver. Gut, dann können wir ja jetzt zum Schrein zurückkehren. Ich habe den Wendling von Edkan an mich gebracht. Die Relike sollte den Magran-Schrein der zerklüfteten Festung in den Rachen hinunterlassen und somit den Weg zu Eotas ebnen. Ja, der Feuerwendelring, den ich bei einer Leiche einer Priesterin gefunden hatte, könnte mit dem Magran-Schrein im Inneren der zerklüfteten Festung in Verbindung stehen. Ich sollte den Wendelring zum Schrein bringen, um deren Verbindung weiter auszuloten. Ja.
Ja, in die Tiefe des aschgrauen Rachens hinabsteigen. Mit dem Kreischen von Metall auf Metall senkt sich der gesamte Fußboden in einer schwindelerregenden Geschwindigkeit um etwa 1,5 Meter ab. Ketten klirren, als sie angezogen werden, schlagen gegen die im Laufe der Zeit abgenutzten Zahnräder. Das Geräusch erinnert an das Klingen von Glocken. Dann senkt sich der Schrein langsam und bestätigt in den Rachen hinab. Als sich der Schrein tiefer in den Rachen hinabsenkt, tauchen langsam Iotas gigantischer Kopf und Nacken und seine Schultern auf. Sie sind aus Adra geformt. Ach nee. Aus dieser Nähe steigt der Gott auf wie ein riesiger Berg. Er ist größer, als du dich erinnern kannst, ihn jemals gesehen zu haben. Von seinem massigen Körper strömt Energie aus und dich trifft eine wahre Kakophonie von Murmeln und Schreien der Seelen, die darin herumwurbeln. Es ist wie ein physischer Aufprall, der dich beinahe umwirft. So, mal sehen, ob die paar Minuten, die ich noch habe, reichen, um mit Iotas zu reden. Oder ob wir wieder massig überziehen werden. Erstmal den Geschwindigkeitsboost ausschalten. Ah, wir sind direkt an Iotas Nacken. Oh, der sieht von hier unten genauso groß aus. Have you ever seen anything so awe-inspiring? Behold the power of my God. Ja, Xotik. Schöner Fall von Größenwahn. Hast du jemals so etwas Ehrfurchteinflößendes gesehen? Werde der Zeuge der Macht meines Gottes. Hi. I wasn't sure you'd make it. But there is enough of you in me to grasp that you had a better chance than most. Wächter, ich war nicht sicher, ob du es schaffen würdest, aber es steckt genug von dir in mir, um zu begreifen, dass du eine bessere Chance hast als die meisten. Some would say it's because you have a strong soul. Great deeds come easily to one so spiritually blessed. Einige würden sagen, es liegt daran, dass du eine so starke Seele hast. Große Taten fallen leicht, wenn man spirituell so gesegnet ist wie du. Or have you become great because of what has been thrust upon you, Watcher of Cadnua? Herald of Bereth, Hound of Aethys. Oder hat erst das, was dir auferlegt wurde, dich groß gemacht? Wächter von Ketnua, Herold von Berat, Hund des Eotas. Ja, hier steht Hund, aber er hat Hound gesagt, also eigentlich Bluthund. Oh my God, you really, I mean, this can't. Oh. Oh mein Gott, Gaun, du bist es wirklich. Ich meine, ich bin, das kann nicht. Sehr verfänglich. Grinst, die Hände gegen die Hüften gestemmt. I see you, Shoti. I am glad that we could meet, even if it is under quite unpleasant circumstances. Ich sehe dich, Shoti. Ich bin froh, dass wir uns begegnet sind, auch wenn es unter sehr unangenehmen Umständen geschehen ist. This is really happening, right? Gaun, your humble priestess is before you. Please, tell me what you require of me. How do I save more lost souls than I can carry in one lifetime? Face bright red, sweat beating her brow. Shoti stumbles precariously closer to the edge. Lantern rattling, she catches herself. A mere moment before she would have toppled over. Das geschieht gerade tatsächlich, oder? Gaun, deine demütige Priesterin kniet vor dir. Bitte sag mir, was es ist, das du von mir verlangst. Wie kann ich mehr Seelen retten, als ich in einem Leben zu tragen vermag? Mit hochrotem Gesicht und Schweißtropfen auf der Stirn taumelt Xoti dem Abgrund gefährlich nahe. Sie kann sich gerade noch so im letzten Moment fangen, bevor sie hinabstürzt, mit einer Bewegung, die ihre Laterne zum Klirren bringt. I know that you have undertaken a noble mission, but I will tell you what I told the Watcher. You need not fear for the lost souls of this world. Ich weiß ja, dass du auf einer sehr dunklen Mission unterwegs bist, aber ich sage dir jetzt genau das, was ich auch dem Wächter gesagt habe. Du musst um die verlorenen Seelen dieser Welt nicht fürchten. As for you, Watcher, why is it you believe you have made it this far? Was dich betrifft, Wächter, warum wohl glaubst du, hast du es überhaupt so weit gebracht? Ich weiß es nicht, was auch immer der Grund ist, ich bin noch am Leben. Es ist in meiner Seele, es ist immer schon dort gewesen. Es war immer schon dort. Größe und Bedeutung sind mein Geburtsrecht. Jeder von uns gibt einfach sein Bestes. Die Prüfungen, die ich durchgestanden habe, haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich habe genug von diesem Mist. Ich bin dir diesem verdammten Vulkan befolgt, um Antworten auf einige Fragen zu halten. Glück und gute Leute haben mich meinen Weg bewältigen lassen. Ohne sie wäre ich nichts sagen. Nehmen wir mal die drei. You have done much in this life. It's true.
In diesem Leben hast du viel getan, das stimmt. But if it weren't for your past with Theos, with Iovara, you never would have come down this path.